Hallo, willkommen zurück zu einer Runde Scheiß dir ins Höschen. Und ja. Ja. Boah, da ist ja eine Tür. What the fuck? Ich habe jetzt natürlich keinen Plan, wo ich gerade hergekommen bin. Ich glaube, hier war ich hergekommen, ne? Brrr. Mir hat jemand unter die Kommentare geschrieben. Nee, da ist mir hergekommen. Warum ich so viel Angst habe, ja. Obwohl das Alien noch gar nicht da ist. Tja, das liegt einfach daran, dass ich mich in das Spiel halt reinversetze. So richtig zu 1000%, ja. Weil ich will ja, dass es für euch spannend ist und nicht langweilig. Ich könnte ja auch die ganze Zeit Scheiße labern. Und Lieder vor mich hin trällern. Dann wäre es natürlich weniger spannend und ich hätte auch weniger Angst. Aber ich will ja mich konzentrieren und voll eintauchen in das Spiel. Wisst ihr Bescheid? Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Hoch. Ich hab gedacht, ich könnte weiterhören. Wahrscheinlich er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Ja. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Cool. Tolle Information. So, ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll, wenn das Alien mal vor mir steht. Und es ist vielleicht gerade kein Spind oder irgendwas in der Nähe. Soll ich dann wegrennen? Ich meine, wenn man wegrennt, dann ist man doch tot. Hallo? Was? Warum kann ich hier rein? Hier ist gar nichts. Hier sind bestimmt irgendwo Teile. Boah, diese Geräuschkulisse die ganze Zeit, ne? Dieses Quietschen und Knacken vom Metall und Furzen von irgendwelchen Rohren. Ist ja, ist das Geld? Nee. Ist der ja bekloppt? Wartung, was? Heber. Benötigt. Ich hätte gerne mal einen Bewegungsmelder, ey. Dann wäre das so viel besser, einfach nur, wenn ich wüsste. Es kommt. Oh, Nintendo Controller. Joystick. Noch einer. Hier ist so viel Schrott. Hier muss doch irgendwas Brauchbares sein. Ah, guck mal. Ah, na, was Radio aus? Hilfe. Nein, das ist wieder ein Schacht. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich will hier keinen Sch. Hilfe? Hey, da hat so ein Schlüssel. Die kann ich bestimmt holen, wenn ich da. Ach, das ist Wasser, was es spiegelt. Krass. Die kann ich bestimmt holen, wenn ich da reingehe. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Boah, diese Geräusche. Das sind immer die eigenen Schritte meistens. Hoffe ich mal. Blutspur. Blutspur. Wartungsheber. Cool, jetzt kann ich die ganzen Türen aufmachen. Gib her. Gib her. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Oh mein Gott, what the fuck? Also das Alien war auf jeden Fall hier, wie man sieht. Ausweiskarte. Oh, die hätte ich jetzt fast übersehen. Warte mal, wie ging nochmal das Menü auf? Ach so, den Wartungsheber benutzt sie dann automatisch, wenn man den einfach braucht. Okay. Hey, die Leuchtfackel hatte ich doch in der Hand. Ja. Haben Sie es verstanden? Nein. Sag's noch mal bitte. Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Was ist das denn? Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt.
Hat ja super geklappt hier. Ich hab solche Angst. Solche. Scheiße. Red mal ein bisschen schneller, damit ich weiter kann. Sonst wird die Folge wieder so langweilig. Scheiß Teil funktioniert nicht mal. Oh mein Gott, jetzt kann ich die ganzen Türen aufmachen, was ja eigentlich jemanden draußen halten soll. Oh mein Gott. Alter, mach doch noch lauter. Was? Hä, und jetzt? Drücken Sie A? Nee. Was ist denn das für ein Käse? Hallo? A. Drücken Sie A. Ah. Ah. Cool animiert alles. Warum kommt auf einmal komische Musik? Hallo? Ich will keine... Hilfe! Was? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. WTF. Ah. Wahnsinnig. Ist hier irgendwo ein Schacht, wo was durchkommen kann? Nein. Warum kann ich hier rein? Ah. Bindemittel. Oh, schon wieder so ein Rekorder. Rote Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen, kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür. Wo waren denn noch die ganzen anderen Türen, die wir aufmachen konnten? Da müssen wir, glaube ich, nochmal ganz zurück da. Oh, scheiße. Da, wo die ganzen Geräusche waren, die Gepäckstücke, die ganzen Koffer. Ich habe jetzt keinen Plan, was er eben noch gelabert hat. Ist mir auch egal. Da, wo diese ganzen Koffer waren, da waren noch ganz viele Türen mit diesen Dingern. Aber da ist auch, glaube ich, noch was anderes. Hello again. Hört ihr das? Schritte, Schritte. Habt ihr die Schritte gehört in der Decke? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Ich speichere mal schnell. Schnell. Das Ding, dieses Speicherteil hier, das warnt mich doch, wenn böse Sachen in der Nähe sind. Also ist niemand in der Nähe, weil ich höre kein Warnton. Okay, wir müssen zurück. Ich bin die ganze Zeit dazu Ich überlege die ganze Zeit, ob ich so geduckt wieder laufen soll die ganze Zeit. Aber das kostet so viel Zeit. Hier ist auch noch so ein Ding. So, aber welche soll ich denn jetzt zuerst aufmachen? Da hinten, wo wir vorher waren, waren auch ganz viele, aber hier ist Dunkelheit. Also gehe ich lieber dahin. Hilfe? Ganz ruhig. Okay. I'm friendly. I'm friendly. Wie in DC musst du das machen. Don't shoot. I'm friendly. Hey, mein cooles Werkzeug. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Hilf mir bitte. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Oh, oh. Oh. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Excel. Was? Excel-Tabelle. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum?
Weil sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Ja. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systemturm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Mhm. Okay? Ja. Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr allein. Juhu. Komm, du hast die Pistole. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Sei leise. Redest voll laut. Ist blöd. Bleiben Sie bei mir. Auf zu rennen! Hey, keine Bewegung. Oh, noch mehr. Oh, okay. Noch mehr Menschen. Okay, wir wollen keinen Ärger. Oh Gott. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Wer hindert? Na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Oh. Hey! Arsch. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Was? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist doch kein Wunder, wenn irgendwo das Drecksvieh rumläuft. Der Ali. Bringt die alle um. Was? Kolonial Pix. So Kolonial Marines wären ganz cool jetzt hier. Oh mein Gott, ey. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Eigentlich könnte der mit dem Revolver dem Alien den Chaos machen, ne? So ein paar Schüsse in den Kopf. Wer, die Station ist alt und eigenwillig. Wer Alien 2 gesehen hat. Mit den Marines. Ich meine, das Alien hier ist ja unsterblich. Gegen Flammenwerfer kann ich es verstehen. Drücken Sie den Knopf. Da kannst du ja nochmal. Kannst du ja nochmal abhauen bei Feuer, aber so eine fette Magnum ins Gesicht. Da hat das Alien einfach ein Loch im Kopf. Ja, ist auch kein bisschen laut, ey, alle. Oh Gott. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Du hast gar keine Haare. Wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Zwischen Haare. Ich muss wissen, was los ist. Seine jetzt Schamhaare flechten. Schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Oh mein was soll das Gott. Heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Bah, ein Monster. Oh mein Gott. Und es wird gleich zuschlagen. Und dann sind wir wieder alleine. Verdammte Scheiße. Wann kriege ich denn diesen Scanner endlich? Diesen Bewegungsscanner. Ich hör Stimmen. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ihr macht mich alle nervös. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Die haben Menschen gegessen. Folgen Sie mir. Folgen Sie Axel. Ach, Axel heißt er. Ich hab Axel verstanden vorher. Ach, Axel auf Englisch, okay. Ja, Excel-Tabelle. Hallo. Ah. Lass bloß keinen fahren hier drin, ey. Ich bin denen schon mal. Zünd ich die Fackel an, ey. Die mögen keine Fremden. Macht's bumm. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ist der jetzt? Laber ich viel Scheiße, damit meine Angst ein bisschen weggeht? Bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Nee. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Ach so, Überleben. Ah, interessant.